diesen Ort müsst ihr unbedingt besuchen, wenn ihr in Teneriffa Süden seid. Er wird euch bestimmt nicht enttäuschen. Magischer kleiner Ort mit einem tollen Hafen, wie man hier auch sieht, schönem Strand, also kein Sandstrand oder kein reiner Sandstrand, sondern eher mit Sand vermischt mit Kieselsteinen. Aber viele Leute mögen ja auch sowas lieber als nur Sand, der sich dann überall hinklebt. Hier direkt am Hafen gibt es welche, da drüben sieht sie auch ganz viele Leute. Und wenn wir dann die Promenade entlang laufen, da gibt es auch Strand. Kieselsteinen ist nicht jetzt so eine riesengroße breite Fläche wie hier. Ist eher so ein bisschen schmaler. Aber das sehen wir alles gleich. Jetzt wieder zurück auf die Straße hier. Ein bisschen windig heute, aber das ist der Charme von den Kanaren, oder? Von Teneriffa kann man es dann gut in der Sonne aushalten und merkt dann nicht immer, wenn man einen Sonnenbrand kriegt, weil es immer die schöne kühle Brise kommt, obwohl die Sonne stark ist. Ja, die dicke Betonmauer kann man auch schön so ausnutzen, sich hier hinsetzen und die Aussicht genießen. Muss nicht immer im Strand liegen sein. Hier gibt es sogar einen Weg für Rollstuhlfahrer. Laufen wir mal runter. Kommt man mit seinem Rollstuhl wenigstens bis hierher. Dann wird es wieder ein bisschen schwieriger in den Steinen. Die haben sich ja auch ein schönes Plätzchen hier ausgesucht. Gute Tanzfarben erkennt man gar nicht. Die gleiche Farbe wie die Steine. Warten die, ob ein paar Fische reinkommen, dass sie ein paar Fische abgreifen können. Ich glaube, da sind wir heute beide zu spät dran. Jetzt schon Mittag.
glaube, der Fisch, der heute gefangen wurde, das ist schon alles verkauft. Muss man normalerweise sehr früh da sein. Hier ist der Strand sehr steinig. Da vorne sieht man ein bisschen mehr Sand. Hier haben sie auch eine schöne Karte hingemacht. Playa Las Galletas. Hier die Ecke, die ist ein bisschen sandiger als ideal, sieht man hier auch Familien mit kleineren Kindern dann. Und hier auf der anderen Seite, wenn ihr mit dem Auto kommt, ist ein riesen Parkplatz. Ist zwar nicht asphaltiert, aber kann man sich wenigstens hinstellen. Und soweit ich mich erinnere, ist er auch kostenlos. Hier sind dann auch die Toiletten. So, hier ist das ein bisschen sandiger. Es sind natürlich auch Steinchen drinnen, aber ist angenehm zum Liegen. Und hier gibt es auch ein schönes Restaurant direkt am Hafen. Hier ist normalerweise der Fischmarkt, aber wie gesagt, es ist schon fast 12 Uhr. Also ein, zwei haben vorne noch geöffnet. Schauen wir mal vorbei, ob es da Fisch gibt. Und hier rüber, da geht es dann in die Stadtmitte. Da gibt es auch ganz, ganz viele Restaurants, Cafés, Bars, auch schöne Geschäfte. Aber in diesem Video heute konzentrieren wir uns mal auf den Hafen und die Promenade. Und ein anderes Mal, wenn Interesse besteht, kann ich gerne auch kommen und die Stadt ein bisschen filmen. Wie gesagt, es gibt nicht mehr viel. Nichts mehr übrig. Es ist noch ein Fisch. Die anderen haben schon zugemacht. Wisst ihr wirklich, also hier gibt es super frischen Fisch. Natürlich, der Hafen ist ja gleich da. Ihr müsst aber, wenn ihr leckeren frischen Fisch haben wollt, auch ganz, ganz früh da sein. So, frischer geht doch nicht. Da ist der Hafen und da wird er schon verkauft. Und hier hinten ist auch so ein schöner kleiner Park, wo man im Schatten die Zeit genießen kann, was ja hier auch viele machen, von den älteren Herren gerade. Oh, Restaurants.
Da gibt es sogar oben mit einer schönen Aussicht auf den Strand hier. Hier ein bisschen aus der Ferne. Ah, oben ist wieder ein Flugzeug. Ist ja da. Oben gibt es auch Sitzplätze, schön gemacht. Hier unten auch. Hier steht sogar peruanische Küche. Gibt es hier auch. Und hier entlang ist die Promenade. Laufen wir mal ab. Da ist der andere Strand, von dem ich euch erzählt habe, der nicht so breit ist wie der andere, aber ebenfalls auch so Sand mit Kieselstein gemischt. Und das ist dann die Aussicht aus dem Restaurant. Hier ist auch ein Büro, da könnt ihr euch Auto mieten oder Quads und sonstige Sachen, also für Ausflüge. Mal, ob wir hier auch eine schöne Aussicht einfangen können. Die sind ja schön bunt. Rot und blau. Und auf der anderen Seite fast alle weiß. Der da ist rot. Heute ist ein schöner Blick auch rüber zum Teide. Blauer Himmel, nachdem es die letzten Tage so oft bewölkt war, aber freier Blick, bitteschön. Die Flugzeuge kommen wirklich im Minutentakt, die nächste. Ich glaube, wie lange filme ich jetzt? 13 Minuten? Schon das dritte Flugzeug. So, hier nochmal ein perfektes Restaurant fürs Abendessen. Mit Blick auf den Hafen. Die bereiten sich, glaube ich, gerade erst vor. Es ist jetzt 12 Uhr mittags. Ich glaube, die hier am Hafen machen immer abends auf. Dann ist das auch alles, seht ihr hier die ganzen Lampen, schön beleuchtet. Dann hat man hier einen schön gemütlichen Spaziergang. Und hier können wir ja jetzt, die haben ja nicht auf, reinbieteln. Da sind dann die Restaurants. Und so schaut der Blick dann auf den Hafen aus. Hier seht ihr da auch noch mal einer. Und hier sind dann die ganzen Boote. Entweder ihr kommt von eurem Ausflug gerade zurück. Und geht hier mal schön zu Abend Fisch essen. Oder ihr kommt extra am Abend hier vorbei zum Spazieren. Und genießt diese schöne Aussicht. Und den frischestmöglichen Fisch. Auch hier, wenn ich mir schon vom Ausflugsding stehen und die Preise hier stehen, kann ich es euch mal zeigen. Mit 3 Stunden mit Schwimmen und Tauchaufenthalt Erwachsene 41 Euro. Und 4,5 Stunden 54 Euro. Da stehen sogar die Uhrzeiten.
Und wenn man Residente ist, also auf den Teneriffa lebt, kriegt man sogar 20% Rabatt. Auch ein paar Preise. Schön. Bereiten alle gerade ihre Restaurants vor. Bilder, was man alles sehen kann, da beim Tauchen, Bootsausflüge, Delfine, Wale, Bananenplantagen. Auch hier drüben bereiten sich gerade welche vor für den Ausflug. Sitzen schon alle drauf und kriegen ihre Einweisung. Hier cremen sich die Nächsten ein und bereiten sich vor. Gerade ihre Einweisung zum Rausfahren. So, und hier ist auch die Tankstelle. Nochmal ein schöneres Sonne. Hier ist auch ein windgeschütztes Restaurant. Hier kommen schon welche wieder zurück von ihren Ausflügen. Hoffen wir mal, dass wir da nach oben kommen. Nochmal von oben eine Aussicht bewundern. Kommen wir da hoch? Ist schon.
eine schöne Brücke. Habe ich mir einen guten Tag ausgesucht. Zufällig. Einweisung ist anscheinend vorbei. Wir fahren jetzt raus. Also wie gesagt, hier ist es richtig schön ruhig, ganz viele Restaurants. Der Hafen ist direkt da, wo, mit den ganzen frischen Fisch für die Restaurants. Ich würde es jedem, wenn er schon mal nach Teneriffa kommt oder auf Teneriffa ist, empfehlen, diesen Ort zu besuchen. Ihr werdet definitiv nicht enttäuscht sein. Ihr seht ja, wie ruhig das hier ist und wie schön die Aussichten sind. Einer von meinen Tipps und einer von meinen Lieblingsorten hier. Es reicht, wenn man auch Lust auf Fischessen hat. Kann ich nur zeigen, empfehlen. Hier entscheidet, ob ihr kommt. Ich würde mich auch über Kommentare dann von euch freuen, wenn jemand von euch schon da war oder jetzt nach dem Video hierher kommt, wie es ihm wirklich gefallen hat, ob er enttäuscht war, was ich mir nicht vorstellen kann. Wie gesagt, der Blick da hinten, dann der frische Fisch, die Meerluft, einfach alles ideal. So, aber jetzt genug vom Hafen. Jetzt gehen wir mal vorne zur Promenade, die ich ja schon angeteasert habe. Jetzt gehen wir auch mal dahin. Dann zeige ich euch auch die Restaurants dort. Die sind auch top mit leckerem Essen. Ich habe hier noch nie schlecht gegessen, egal in welchem Restaurant. Ja, was ist der Preis? Jetzt hat er das schon rausgehängt. Heute Spezial des Hauses. Gemischte Platte 20 Euro für zwei Personen. Nicht schlecht.
Du siehst, die Preise sind auch richtig für die Aussicht und den Standort super extrem günstig. Es ist ein richtig schöner, langer Weg. Ihr müsst euch mal das abends vorstellen, wenn dann diese ganzen Lichter hier an sind. Und auch in den Restaurants dann natürlich, wenn der Geruch kommt von leckerem Essen, vermischt sich dann mit der Meerluft. Auf jeden Fall kommt da ein schönes Urlaubsfeeling. Und ist auch ein schönes Plätzchen für ein romantisches Abendessen oder Abend verbringen mit seinem Liebsten. Ja, die Promenade sehe ich schon. Sie sieht vor laut Autos, weiß ich nicht. Ah, definitiv jetzt. Ja, also. Ja, ebenfalls für Rollstuhlfahrer. Und mit Treppen, Fußgänger. Und hier geht es dann schon mit den ersten Restaurants los. Links. Und da drüben ist der wunderschöne, traumhafte Ozean. Wir machen es richtig und sitzen und schauen aufs Wasser. Das sieht einen auch magisch an. Hier sind dann richtige Steinchen.
Ich liebe dieses Geräusch, wenn die Wellen hier so kommen. Ich glaube, jetzt gehen wir lieber besser auf die Promenade. Bevor es mich doch den Steinchen auf die Nase irgendwo haut, weil ich mich mehr auf die Kamera konzentriere, als wo ich hintrete. Gambas und Knoblauch 8,50, Sardinen 8, Pulpo 9 Euro. Und das mit der Aussicht. Besser kann es doch nicht sein. Und hier mache ich mal einen kurzen Abstecher. Wir gehen gleich wieder zurück. Heute geht es um die Promenade, aber wollte ich euch nochmal, wenn ich das jetzt gerade hier so sehe, auch zeigen. Also parallel zur Promenade ist hier auch richtig schöner, ganz riesengroßer Park mit Sitzmöglichkeiten und Schattenplätzen. Also haben sie richtig schön gemacht. Da schon, so schaut das aus. Und vorne ist auch ein Spielplatz für Kinder. Und hier sind überall Bänke, Pflanzen drumherum, damit sie Schatten spenden und auch diese Holzbalken. Ich mag den Ort wirklich gerne. Ist ruhig. Ist richtig so für Familien, noch unter Einheimischen. Hier leben noch immer ganz viele Kanarier. Auch drüben von der Peninsula aus Spanien kommen viele Leute hierher. Also das hat so seinen wirklich einen schönen Charme. Ruhig für Familien. Man hört noch immer viel Spanisch. Ist nicht, obwohl es viel Angebot gibt, ist noch nicht so überfüllt vom Tourismus wie natürlich die Hauptgegend da von Los Cristianos, Costa Adeje entlang, was ja hauptsächlich mit Hotels bebaut ist und Ferienwohnungen, also wirklich sich zu 100% kann man sagen, auf Tourismus konzentriert. Hier ist eine schöne Mischung. Es hat eine wunderschöne Promenade, Hafen, viele Restaurants, natürlich, was ja auch Touristen mit anziehen soll. Aber es sind auch sehr viele Einheimische, die hier leben. Und dann hört man die Sprache, kann in Gespräche kommen. No,
Und hier kommt der nächste Strand. Das ist dann wieder ein bisschen breiter, also ein bisschen gut breiter als der da hier drüben. Auch das Gefühl ist mehr sandig. Aber wenn man ins Wasser geht, muss man vorsichtig sein. Viele Steine. Oder wer mit kleinen Kindern kommt, würde ich empfehlen, gut aufzupassen auf die Kiddies, die doch nicht an den Steinen ausrutschen und sich vielleicht verletzen. Hier ist der schöne Park, den ich euch gezeigt habe. Und hier geht es dann mit diesen ganzen Straßen hier überall und vor allem da in die Innenstadt. So schaut ungefähr die Straßen schon immer ungefähr so aus und da sind auch ganz viele Cafés, Restaurants, auch schöne kleine Geschäfte zum Shoppen, keine Riesenketten. So, das war das wunderschöne kleine gemütliche Örtchen Las Galletas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr fandet es interessant. Ich finde das ideal und schön für Pärchen oder Familien mit Kindern. Das ist ruhig, hat viel Angebot, hat auch sehr viele Einheimische, die da auch einen Kontakt aufbauen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann in euren Kommentaren schreibt, wie es euch gefallen hat, wenn ihr mal hier seid oder wenn ihr mal hier schon gewesen seid. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!